Danke, Frau Präsident. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, eigentlich hätten wir hier durchaus vernünftige Verbesserungen im Bereich der verschiedenen Sozialversicherungsgesetze zu debattieren. Aber die ganze Debatte ist hinfällig geworden, weil wir hier kurzfristig und, wie Sie gerade von der Frau Präsidentin gehört haben, nicht einmal noch fertig ausgedruckt, einen circa 40-seitigen Abänderungsantrag inklusive Begründung zu einem anderen Thema bekommen haben, der hier auf einmal wieder mitbeschlossen werden soll. Und das ist ein Vorgehen, wenn Sie, sehr geehrte Damen und Herren Zuhörer, ein bisschen die letzten Tagesordnungspunkte verfolgt haben, das hat bei dieser Bundesregierung System. Permanent werden in letzter Sekunde nicht einmal vom Ministerium selber, sondern unter Vorschieben von Abgeordneten der Regierungsfraktionen umfangreicheste Abänderungsanträge eingebracht, die man nicht einmal durchlesen kann, bis sie überhaupt zur Beschlussfassung hier dem Hohen Haus vorgelegt werden. Ein Vorgehen, das derartig undemokratisch und unparlamentarisch ist, dass es eine Schande ist. Und wissen Sie, das Schlimme ist, inhaltlich könnte man über die Dinge, so wie jetzt die vorliegende Kompetenzerweiterung für die Pflegeberufe, ja durchaus diskutieren. Und da sind vernünftige Ansätze dabei, die man in dem einen oder anderen Punkt unterstützen würden, die aber leider Gottes aufgrund der Art und Weise, wie sie eingebracht werden, aufgrund der fehlenden Begutachtung, aufgrund der fehlenden Folgeabschätzungen, einfach nicht mitgetragen werden können. Sie erweisen hier dem Parlamentarismus und auch den Berufsgruppen einen Bärendienst, Herr Minister. Lassen Sie sich das gesagt sein, dieses Vorgehen ist inakzeptabel. Und wenn ich schon bei Ihrem Vorgehen generell bin, erlauben Sie mir auch noch einen Rückblick auf den letzten Tagesordnungspunkt. Die Art und Weise, wie Sie sich hier hinstellen, Fake News verbreiten über die Position der Freiheitlichen Partei, auch das ist eines Ministers unwürdig und ganz ehrlich gesprochen, so einen Minister brauchen wir in Zukunft nicht mehr. Sie disqualifizieren sich selber. Und wenn Sie sich einmal in den Spiegel schauen und anschauen, wie nicht nur das Vorgehen in der Legislative, Ihr Vorgehen hier gegenüber dem Parlament und der FPÖ im Speziellen ist, sondern wenn Sie sich auch noch anschauen, welche unglaubliche Fülle an Verordnungsermächtigungen unter Ihrer Ägide und Ihren beiden Vorgängern, den beiden anderen grünen Gesundheitsministern, vom Epidemiegesetz über das Berufskompetenzgesetz, Gesundheitstelematikgesetz und, was Sie sich hier für Verordnungsermächtigungen eingeräumt haben, dann stellt man sich die Frage, ob Sie hier ein demokratisches System und eine demokratische Kontrolle durch das Parlament überhaupt noch haben wollen oder ob Sie lieber ein autoritäres System haben wollen.